Schleswig-Holstein-Duell in der dritten Liga. Die Highlights hier bei Sprungwurf TV. Der SV Hennstedt-Ulzburg gegen die HGOKT. Hennstedt in den schwarzen Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links. Braucht in diesem direkten Duell wichtige Punkte, denn OKT drängt von unten aus dem Tabellenkeller, hat zuletzt Mannschaften wie Jörl oder auch Heide geschlagen. Hennstedt erwischt den besseren Start. Klasse Pass auf Annika Jort. 5 Minuten rum, 2:0 Führung für die Frogs Ladies. OKT aber fühlt sich in dieser Halle richtig wohl. Hat eine Woche zuvor hier den Landespokal Schleswig-Holsteins gewonnen. Anna Detlefsen, 8. Minute, 2:2. Alles wieder auf Anfang. Und so geht das auch eine ganze Weile. Achten Sie auf den Laufweg von Tabea Schlemann. Klasse auch noch der Abschluss. 3:3. Also wirklich komplette Ausgeglichenheit hier in der Anfangsphase dieses Matches. Dann legt OKT einen vor und Hennstedt wieder am Start. Hat das Hinspiel 22:21 in einem Krimi gewonnen. Jule Meissner, klasse Treffer aus dem Rückraum. 4:4. Sie macht insgesamt an diesem Tag 7 Tore, beste Schützin damit an diesem Tag. Und Achtung, einmal unaufmerksam und dann zeigt Hennstedt, wie schnell es umschalten kann. Christine Rakowski, Doppelschlag Hennstedt innerhalb von 14 Sekunden. 5:4 wieder die Führung. Hennstedt arbeitet sich wirklich hier gegen den Gegner in diese Partie rein. Jule Meissner erneut 8:6, wieder 2 Tore vorn. Aber dass das in diesem Spiel überhaupt nichts bedeutet, zeigt OKT wieder auf der anderen Seite. Es ist umkämpft, Josephine Lütje bekommt im zweiten Versuch den Ball und macht ihn eiskalt rein. 8:8 und dabei bleibt es tatsächlich, auch wenn wir da auf die Uhr gerade schauen, bis zum Halbzeitpfiff. Dann Lübcker Seidel, der geht nicht mehr rein, 8:8, der Halbzeitstand. Wir sind genauso schlau wie vor der Partie. 2. Durchgang, OKT von rechts nach links. Mit Jill Sievert, mit Lütje. Und mit mehr Tempo und erfolgreich. OKT zieht nämlich an. Tabea Schlemann, 3 Tore für die Gäste vorn. 10:13, der Spielstand. Es wird wilder. Hennstedt drückt aufs Tempo, aber da hinten steht Sophie Petersen. Krüger entschärft die Situation. Sarah Jürgensen kurbelt das Tempo an. Jill Sievert, 11:16. Ist das die Vorentscheidung in diesem Match? Fragezeichen. Hennstedt weiß gar nicht so richtig, wie es ihm geschieht. Die Frogs Ladies müssen sich jetzt wirklich strecken. Endlich, der geht rein. Sophia Plötz, 12:16 Anschluss. Schlussphase. 2,5 Minuten. Plötz, der geht irgendwie rein. 16:18, da sind es nur noch 2. Und Hennstedt macht weiter. Hennstedt hat das Momentum plötzlich auf seiner Seite. Letzte Spielminute, Nelly Thümer, 17:18, ist da doch noch etwas drin. Jetzt warten sie natürlich an der Mittellinie. Sie brauchen irgendwie den Ball. Aber Annika Filmen, apropos Wille. Sie entscheidet das Spiel. 17:19. Lütje mit dem i-Tüpfelchen. 17:20 gewinnt OKT.